Ich beziehe eine teilweise EM-Rente wegen Berufsunfähigkeit. Warum kann ich keine Arbeitsmarktrente bekommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Folgenden Beratungsfall möchte ich Ihnen mal kurz vorstellen. Die Rentenversicherung bewilligte unserem Kunden eine teilweise Erwerbsminderungsrente wegen Berufsunfähigkeit. Das ist so eine Spezialrente, die wird nach § 240 SGB VI gewährt. Der Versicherte kann nach medizinischer Feststellung in seinem zuletzt ausgeübten Beruf weniger als 3 Stunden arbeiten. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, so die Erklärung der Deutschen Rentenversicherung, ist er vollschichtig unter leichten Einschränkungen einsetzbar. Damit liegt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach Ansicht der Deutschen Rentenversicherung keine Erwerbsminderung vor. Unser Mandant ist vor dem 2. Januar 1961 geboren. Er ist arbeitslos und bezieht Arbeitslosengeld 1. Ein Jobangebot hat ihm die Bundesagentur für Arbeit bisher nicht gemacht. Gegen diesen Rentenbescheid legte unser Kunde Widerspruch ein. Er möchte die volle Erwerbsminderungsrente als sogenannte Arbeitsmarktrente haben, weil der Teilzeitarbeitsmarkt für ihn verschlossen sei. Und dann kam die Frage direkt an mich gerichtet: Habe ich mit meiner Meinung recht, Herr Knöppel? Nein, lieber Kunde, Sie haben leider kein Recht. Das wird nichts werden mit der sogenannten Arbeitsmarktrente. Denn die Voraussetzung für eine volle Rente wegen Erwerbsminderung aufgrund der Verschlossenheit des sogenannten Teilzeitarbeitsmarktes ist, dass der Anspruchsteller mindestens teilweise erwerbsgemindert ist, und zwar bezogen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und eine solche Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung erhält nämlich unser Kunde nicht. Er bekommt zwar eine teilweise Erwerbsminderungsrente, aber nicht wegen teilweiser Erwerbsminderung, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur wegen Berufsunfähigkeit. Die Berufsunfähigkeit ist nicht gleichzusetzen mit teilweiser Erwerbsminderung nach § 43 Absatz 1 Sozialgesetzbuch Nr. 6. Die Berufsunfähigkeit bezieht sich immer nur auf den zuletzt ausgeübten Beruf. Also die Feststellung, ob ich aus medizinischen Gründen noch in der Lage bin, meinen zuletzt ausgeübten Beruf entweder vollschichtig, teilschichtig oder nur noch unter 3 Stunden ausüben zu können. Wenn zum Beispiel letztgenannter Fall vorliegt, dann liegt Berufsunfähigkeit vor. Aber auch nur dann, wenn der Versicherte vor dem 2. Januar 1961 geboren ist. Denn diese spezielle Art der Erwerbsminderungsrente gibt es nur für Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind. Und die sogenannte Arbeitsmarktrente ist nichts anderes als eine volle Erwerbsminderungsrente, die aber nur deshalb durch die Rentenversicherung geleistet wird, weil der Versicherte, der teilweise erwerbsgemindert ist, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kein Jobangebot im Rahmen des Restleistungsvermögens bekommen hat. Also der ist arbeitslos und die Bundesagentur für Arbeit oder die Rentenversicherung kann ihm keinen Teilzeitjob anbieten. Dann habe ich, wenn ich teilweise erwerbsgemindert bin, nicht berufsunfähig, sondern teilweise erwerbsgemindert bin, Anspruch auf die volle Arbeitsmarktrente. Wenn die Bundesagentur für Arbeit oder die Rentenversicherung, das ist jetzt noch die nächste Einschränkung, den arbeitslosen Versicherten innerhalb eines Jahres nach Bescheiderteilung keinen entsprechenden Job oder Teilzeitjob angeboten hat, so liegt hier Kraft Rechtsprechung des Bundessozialgerichts sogar schon per se dann der Anspruch auf diese volle Arbeitsmarktrente vor. Die Arbeitsmarktrente ist immer nur befristet und die kann niemals dauerhaft gewährt werden. Die wird also immer nur zeitlich befristet. Wer also eine teilweise Erwerbsminderungsrente wegen Berufsunfähigkeit erhält, kann keinen Anspruch auf eine Arbeitsmarktrente als volle EM-Rente haben. Außer dem Versicherten würden im Nachhinein im Widerspruchsverfahren oder Klageverfahren die teilweise Erwerbsminderung auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus medizinischen Gründen anerkannt werden. Der Widerspruch
unseres Mandanten wird deshalb erst einmal keine Aussicht auf Erfolg haben, außer es würde sich, wie ich es gerade gesagt habe, neben der Berufsunfähigkeit auch noch Erwerbsminderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt feststellen lassen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.